Erfüllt eure alten Schwüre. Nehmt Balred gefangen. Ihr sexy Feuermäuse. Für einen Sterblichen habt ihr euch gut geschlagen. Aber es ist erledigt! Ihr habt es selbst gesehen. Balred, der Bruder des Zwists, ist für immer eingesperrt. Er ist an den Aschberg gekettet. Aschberg? Ihr habt das getan. Ihr habt getan, was ungezählte Magier viele Versuche und viele Fehlschläge kostete. Für einen Sterblichen seid ihr durchaus imposant. Danke, Marvus. Ja, ihr solltet mir danken. Ohne mich hättet ihr es nicht geschafft. Und das ist gern geschehen. Nun geht. Verschwindet von hier. Dies ist kein Ort für die Lebenden. Pass auf euch auf, Marvus. Balred ist für immer gebunden. Sehr schön. Kehren wir zum Aschberg. Mal sehen, wenn wir das nächste Mal wieder rausholen müssen, wenn ihr ihn wieder braucht. Ba, 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 ba. Buggede, buggede, buggede. Buggede, 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 Ladebildschirm. So, da sind wir jetzt zurück. Und alles ist geladen und dann quatschen wir sie mal voll. Schreitet in Asche. Ihr habt das Unmögliche geschafft. Es war weise von mir, den Stein in eurem Geist zu sehen. Allerdings bin ich auch bekannt dafür, weise zu sein. Wir haben ihn gemeinsam besiegt. Ja, Balred ist besiegt. Argonia, Dunmeer und Nord arbeiten zusammen. Man könnte fast glauben, wir hätten einen Pakt beschlossen. Ja, fast. Der Sieg ist wie ein kühlender Regen, oder? Aber der Sturm tobt noch weiter. Was soll ich für euch tun? Balred mag gebunden sein. Doch das Bündnis bedroht nach wie vor die Aschlande. Wir haben davon erfahren, dass an der Küste westlich von Ebenherz eine Großoffensive im Gange ist. Truppen des Pakts und des Bündnisses kämpfen nun um das Labyrinth aus Landkorallen, das man Vivex Fanfaren nennt. Vivex Fanfaren? Die Dunkelelfen sehen die Korallen als Geschenk ihres lebendigen Gottes Vivec an. Ihnen zufolge hat er sie im Akavirischen Krieg gerettet. Doch das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das Militär des Pakts könnte euer Können und eure Stärke im Kampf gebrauchen. Treibt ruhig den Fluss entlang, mein Freund. Ja, ja, du mit deinem Fluss. Ich auch. Ihr werdet mich zu wie sie es aufmachen. Begonnen. Was die Flut anschwimmt. Sehr schön. Aber hier haben wir auch noch so viel. Seid gegrüßt. Aber erstmal den Punkt. Und ja, ich möchte den Bolzen. Den Bolzen. Der Bolzen ist was Schickes. Machen wir eh nur. Sind wir eh auf 2 Hand. Sitze 2 Hand. Wir haben noch jetzt auch was Tolles hier. Ein tolles Schwertchen. Weg mit dem Dolch und hin mit dem Schwertchen. So. Jetzt möchte ich aber gerne mal in eine Stadt. Da bei uns wacht wäre hart zurückzulaufen. Am besten, ja, Ebenerz. Ist ja noch näher. Wir laufen will mal nach Ebenerz, weil ich brauche jetzt unbedingt eine Stadt. Ich brauche einen Händler. Machen wir uns auf nach Ebenerz. So, am besten gehe ich aber nochmal über die Brücke und nehme dann die Klippe da. Grüße. Also, wie es hier durch die Lava laufen muss, habe ich keinen Bock drauf. Das würde nicht gut kommen, wenn ich durch die Lava laufen müsste. Dann würde ich nach Zeit in die Luft aufgehen. Puff, weg. Warum steht da ein Geist rum? Ach, das ist Bala. Warum ist es Bala? Sie ist doch kalt gemacht. Der Schmerz, ihn zu verlieren, war unerträglich. Ich kann ihn nicht noch einmal verlieren. Och, komm, Mäuschen, jetzt hat sie sich kalt gemacht, weil... Oh, nee. Oh, der Penner und der... Jetzt lacht er über dich. Och, Mäuschen. Ja, die hat in der Folge, ein paar Folgen zuvor schon mal ihren Macker, seinen Leichnam, sein Grabmal gefunden. Er hat die ja voll verarscht. Der blöde Penner, blöder. Blöder Wichser, blöder.
So, ich muss mal oben die Straße nehmen, wenn ich nach eben erst möchte. Kann ich hier noch Klippen hochspringen? Da sieht die so aus. Will ich hinten nehmen? Oh ja, muss ich den nehmen. Ja, muss ich. Ja, ja, ich komme gleich zu euch. Ich kann die Quest schon mal annehmen. Das wäre schon mal praktisch. Ruhe, Ruhe. Bei Saat und Wut, Fremder, ihr müsst mir helfen. Meine Leute wurden von einem Daedra namens Schicksalsdieb verschleppt. Nun mal langsam, was ist hier los? Ja, ja, ja. Ich will jetzt einfach nur nach eben erstmal. Ja, wahrscheinlich wurde dein Feuer. Finde das Feuersaftgel, das da. Wahrscheinlich wurde seine Typen da entführt und dann vergewaltigt und weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich wieder in irgendeiner Höhle aufräumen oder so. Was soll's? Macht ja auch irgendwo Spaß, ne? Fackelkäfer. Da ist Ebenerz, ich kann es schon erspähen. Und hier kommt die Händlerin. Ich kotze ins Essen. Die drei. Ja, 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 verkaufen. So, hier, die Flammengedönse weg. Alter, da kann ich auch nichts anfangen. Die Schilder können auch weg. Das Bein, Zeug, mittlere Rüstung weg. Die darf jetzt weg. Weg, kleine Schildscheiße. Schwere Rüstung, die kann ich nachher aufbrauchen. Das kann ich auch machen. Eben erst bla. Eisengürtel, schwere Rüstung behalte ich alles, weil das werde ich alles nachher verwerten. Eisenkeule einhändig. Werde ich aufverwerten. Eisenkeule der Flamme. Aufverwerten. Oh, wie viel schwere Rüstung. Ich muss doch nach eben jetzt. Streitkolben kaufen. Ektoplasma. Als Trödel markieren. Als Trödel markieren. Als Trödel markieren. Oh, ich kann mich nicht entscheiden, du kommst weg. So, Goldlage. Mondstein behalten wir. Flammenstab. Weg. Weg. Jute behalten wir. Jute Faser behalten wir auch. Leichte Rüstung weg. 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 Selbst nach seinem Körper zerstört war, bewegt sich der Kiefer seines Skeletts scheinbar von selbst. Aha. Weg. Achso. Dieser Gegner kann nicht verkauft werden. Quarmaschild. Ja, komm, kann weg. So, natürliches Wasser. Weg. Panzer. Weg. Rohlederfetzen. Weg. Ausdauer. Weg. Weg. So. Stab des Geisterpflegers. Weg. Also ich bin überhaupt kein Stabtyp. Bevor ich rumlaufe und irgendwas rum mich wirbel, hau ich sie alles weg. So, Saum kann ich auch verkaufen, weil ich keine leichtere Rüstung machen werde. Können wir kurz alles reparieren und den Trödel verkaufen. Sehr nice. Was hat die nette Dame zum Anbieten? Trank des Lebens, boah, wie teuer. Schluck des Lebens, boah. Na komm, 1, 2, 3, 4. So. Braucht man da immer mal. Werde ich auch gleich hier hin machen. So. Ja, so ist das besser. So gefällt mir das gleich. Seid gegrüßt. Hallo. Dann werde ich jetzt erstmal eben Herz entdeckt. Wartet mal, Sera. Was? Was ist los? Ihr seid da. Ich habe eine Nachricht für euch. Eine Nachricht von wem? Es ist eine Nachricht von Dratus Otral, dem Oberhaupt des Dunkelelfenviertels in Ebenherz. Er entsendet seine besten Grüße und möchte, dass ihr der Stadt helft, sich dem Vorstoß des Bündnisses entgegenzustellen. Soll ich für ihn kämpfen? Nein, er will nur mit euch sprechen. Das Haus Dres ist nicht sehr beliebt. Die Nord und die Argonier in Ebenherz sprechen nicht mit ihm. Und die anderen Dunkelelfenhäuser mögen die Dres auch nicht besonders. Überzeugt die Einwohner, dass sie zusammenarbeiten müssen. Sprecht dann mit Otral. Ich werde sehen, was ich tun kann. Die Bewohner von Ebenherz! Alles klar, so. Sind wir in die Irre geführt worden?
Mögen die drei euch bewahren. Seid ihr gewillt, Ketzerei zu riskieren, um die Seele von Ebenherz zu retten? Ketzerei? Wovon sprecht ihr? Der Jünger unseres Tempels des Tribunals hat seinen Glauben verloren. Er sagt, die drei würden nicht mehr zu ihm sprechen. Er hat mich entsandt, um für ihn an den Schreinen vor der Stadt, die Almalexia, Vivek und Sutasil geweiht sind, zu beten. Aber der widerwärtige Gestank und zornige Alit haben mich vertrieben. Was für ein Gestank und warum sind die Bestien so zürnt? Ich weiß es nicht. Der Gestank hat die Bestien vielleicht verrückt gemacht. Vielleicht könntet ihr, wenn ihr wollt, würdet ihr diese Blumen an jedem der Schreine verbrennen? Falls die drei antworten, dann lasst es Jünger Sildras wissen. Vielleicht gibt ihm das seinen Glauben zurück. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich werde dafür beten, dass eure Stimme an den Schreinen erhört wird. Beten für Gebete. Ich weiß nicht. So viel Info von der Alten wollen wir jetzt nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen egal. Ich habe die Quest, ich weiß, was ich machen möchte. Und das war's auch schon. So, Schmier. Verwerten den Eisendolch weg. Eisenkult weg. Weg. Die sind von einem anderen Charakter. Die bleiben drin. So, meine Axt Stufe 6. Und das ist ja schon Stufe 8. Den möchte ich doch einmal mal herstellen. Möchte ich eine Axt? Oder Keule? Nein, komm. Wir nehmen Axt. 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 Einmal herstellen. Können wir auch was aufwerten? Nein, habe ich nicht genug. Weil das wird dann wieder alles gut verhauen. So, die Eisenaxt. Auf die Axt. Dann die Axt. Ich habe keine Zauber. Schade. Das ist kein Problem. So, die Axt hier. Gib mir lieber die Rohstoffe daraus. Wisst ihr, zack, ein paar Rohstoffe gekriegt. Schickaria. So, bevor wir jetzt aber hier weitermachen, möchte ich jetzt doch lieber hier zu Ende machen. So, da. Buckele. Hallo. Ein Sprung. Haufen voller Eingeweide. Ja klar, warum liegt hier ein Haufen voller Eingeweide? Oh, lieber Herr im Himmel. Spediert sich, muss einer aus rumlaufen? Oh, Leute. Hier runter. Ab, du. Zähl dir gleich das ein. Oh! Glaubst du denn, wenn du bist? Dann kann ich das Vieh nicht angreifen. Oh. Ist hier raus? Ist das wieder drin? Es trifft mich, ich treffe es aber nicht. Oh, es ist doch zum Kotzen. Oh, dass du wegkommst. Ich treffe es nicht. Oh, meine Güte. Vielleicht kann der Typ da unten das wegmachen. Komm mal hoch hier. Blum. Ach, komm, das will ich an. Oh, ey. Und ich kann jetzt nicht beten, weil dieser scheiß Vieh da ist. Ey, ja, lauf ich kurz weg. So lächerlich ist das doch. Greift sie mich immer noch an? Ey, Mann! So ein schwuler Bug jetzt, ey. Steht sie jetzt draußen. Oder auch nicht. Ey, was soll denn der Scheiß? Jetzt kann ich den Schrein benutzen. Nächstes ein. So. Und nun geht's weiter. Was sagt mein Geld? Ja, ich werde bald auch Geld transferieren und mir ein Pferd kaufen. Das wäre wahrscheinlich das Beste. So.
Ich möchte jetzt passieren. Willkommen zum Kampf, Kamerad. Elfi! Raus und vorsichtig sein. Ihr Narren. Könnt es nicht mit der Macht von Molag Bal aufnehmen. Molag Bal, ich geb euch Molag Bal. Ah, ich verstehe das. Hasse. Und die Armbrust, ja, die ist so geil. Bam. Also ganz ehrlich, ich finde den ihre Ausrüstung, die Idee der Ausrüstung am besten. Die sieht so richtig geil aus. Ich muss mir unbedingt so eine Rüstung besorgen. Der Meister hat seine Pläne mit dem Hupadon. Ja, egal, ich habe auch Pläne. Oh nein, ihr werdet das nicht tun. Ich setze dich zu. Was war das für eine Stimme? Na, die Dedra. Was ist denn überhaupt nicht? Sie hat einen netten kleinen Kampf. Aber wir sind noch nicht mit euch fertig. Nur egal. Dich zu, ja, kleiner. Ja, und rein. Ja. Wie seid ihr spät? Der Rotwadone gehört mir. Merrick ist irgendeiner anderen Dedra hinterhergejagt. Hinterher. Sie darf ihn nicht erwischen. Ach, da oben. Na gut. Er muss da mal hoch machen. Ich habe zwar gar nicht gesehen, dass hier irgendjemand irgendwas gejagt hat, aber. Ich glaube, das war der letzte. Er spricht hier auch Holz. Ein Ahorn. Ah, da steht er doch. Was ist da los? Mein Meister hat Pläne für eure reine Seele, Merrick. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Kamerad, was ist passiert? Wohin bist du verschwunden? Oh mein Gott, er hat ihn genommen. Das Shia. Dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte. Wo sind sie hin? Wie sollte Elif davon wissen? Sie war die ganze Zeit hinter euch. Vielleicht sollten wir auf Sie alle Farben warten. Was sagt sie? Sie würde die Gilde zusammenrufen. Oh ja, Farben, die heldenhafte Gildenmeisterin. Pfft, wir müssen nicht auf Farben warten. Ihr und Elif seid mehr als schlau genug, um das herauszufinden. Hier gebt ihr diese Gegenstände, die ihr bei den Kultisten gefunden habt. Wer war diese Frau? Wer hat Merrick entführt? Ihr konntet die Dremora aus der Projektion nicht wiedererkennen. Ich denke, ihr Name ist Doshia. Sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen. Eingenommen? Diese Notiz erwähnt einen Inselturm. Ele fragt sich, ob Steinfang gemeint ist. Steinfang? Die Steinfang-Kaverne unter einem alten Turm auf einer Insel gleich hinter Ebenherz. Geht und sucht dort nach Merrick. Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und mehr Klingen holen. Ich werde ihn finden. Möge das Glück euren. Was meint? So, ein jetzt hier. Elif geht ihren. Elif geht ihren Weg. Elif wird schon machen. Elif, Elif, Elif. Was ist hier? Verlies. Verlies möchte ich nicht. Hier oben ist offen. Ich will da mal kurz hin. Elif. Elif möchte hier. Elif möchte da. Elif kann mir mal einen Buckel runterrutschen. Oder wie oder was? Ba, 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 ba. Buckel da, Buckel da, Buckel da. Jo, Lord. Ja, das habe ich sehen schon. Die Himmelscherbe. Himmelscherbe mich. Halleluja. 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 Hey. Was? Ach, hier sind. Ach, hier ist ein anderes Lager. Naja, da kümmern wir uns später drum. Erstmal möchte ich jetzt hier oben aufräumen. Oh, jetzt habe ich den gar nicht entdeckt. Soll ich die vielleicht nochmal entdecken, den Wegepunkt? Was ist er denn überhaupt? Das ist keine Umstände macht. Sehen. Ach da, ja, komm, wenn wir kurz hin. Gibt EP und dann, wenn wir sterben sollten, könnten wir hier auch gleich wieder respawned werden. Respawned.
Ja, oder wie, oder was? Ba, 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 ba. So, und Wegschreiter entdeckt. Alles klar, meine Freunde, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Elder Scrolls Online. Tschüssen.